Hallo, hallo, hallo. Leute, was wollen wir machen in Minecraft? Bauen and talk. OMG, Lumi. Na? Hallo, Lukas. Hallo. Wow, 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 wow. Oh my God, Feister. Wie fandet ihr Blue Eye Samurai? Leute, sagt mir das bitte. Kenn ich nicht. Dass du das nicht kennst, könnte ich jetzt wieder sagen, aber mach ich nicht. Ja, ist ein Anime, oder? Ist ein Anime. Aber ist ein sehr guter Anime. Ich gucke auch keine Animes sonst, aber der war sehr gut. Ich habe halt immer keine Zeit gefühlt. Blue Eye Samurai. Das Thema hatte ich auch erst kurz angesprochen. Ich habe so das Gefühl, dass ich so Zeit für Anime gucken, Filme gucken, Serien gucken, so voll verlernt habe und voll in diesem TikTok-Brainrot bin. Ja. Und ich immer eher entscheide, TikTok zu scrollen, als jetzt eine Serie zu gucken. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, wie geil die sind, weil ich sie nicht anfange zu gucken. Ich weiß halt zum Beispiel die Serien, die ich schon kenne, dass sie geil sind. Deswegen bin ich hyped, da noch eine Folge zu sehen. Das ist halt immer so Commitment auf was Neues. Ich habe eigentlich voll viel angefangen, was ihr mir immer so empfohlen habt. Dieses Muscle... Ding da, der, dieser Harry Potter. Ja, das Muscle? Ja, keine Ahnung. Ja, weil Mann, der Typ ist es. Ja. Hast du Attack on Titan angefangen, Emmy? Vier Folgen geguckt, glaube ich. Hast du Jujutsu Kaisen angefangen? Ja, auch 3-4 Folgen. Ja, wer ist dein Lieblingscharakter? Nee, habe ich nicht angefangen. Ich weiß ja, ich habe nur One Piece die Netflix-Version geschaut. Die ist gut. Ja, okay, ja. Die fand ich cool. Ja, super. Freut mich. Windbreaker war auch ein geiler Anime, ja. Was ist das für einer? Tatsächlich noch nie was gehört. Windbreaker. Sehr gut, ja. Also, ich finde, den Plot zu erklären, das klingt erstmal stumpf, aber wenn man es dann sieht, dann feiert man es eigentlich. Und ich finde auch, desto länger man den guckt, desto besser wird er. Es geht basically darum, es ist so ein Typ, der sich gerne prügelt und er will der Beste werden und der Stärkste quasi und geht an ist so eine berüchtigte so ein Schule. Heldenreise-Anime wieder? Ja, aber das ist nicht so, dass sie so irgendwie krasse Fähigkeiten haben oder so. Es sind eher so ganz normale Leute, die ja gut im Kloppen sind. Ja, also basically ist das so ein Dorf in Japan oder so eine Stadt quasi, die so ein bisschen ländlicher ist und da gibt es halt sehr viele Gangs und das dreht sich so ein bisschen. Das ist so ein bisschen wie Tokyo Revengers, wenn euch das was sagt, aber halt besser meines Erachtens. Ich bin so scheiße im Erklären, sie macht das super. Der Hauptcharakter, der ist halt eigentlich gar kein Teamplayer so. Der will alles alleine machen, wurde immer gemobbt und ist halt so, ich mache mein eigenes Ding, alle Kacke, ich möchte mit niemandem zusammenarbeiten. Und er denkt halt an der Schule, wo er jetzt hinkommt, wo er aufsteigen kann. Sind auch alle Einzelgänger, aber es sind actually so ein Team-Truppenverhalten sehr gängig in dieser Schule. Und dann muss er sich halt, ne, dann muss er Character Development machen und lernen, mit anderen klarzukommen und so. Der Hauptcharakter ist übel der Zündere, also wenn euch das was sagt. Mhm. Oh Gott. Aber das ist nicht so haremäßig, dass alle Weiber ihn dann... Es gibt keine Weiber, das ist das Ding. Es gibt keine Weiber. Ja, dann gucke ich das nicht, die Scheiße. Oh, Timmel, das war ja mal wieder klar. Ist das gruselig? Ich bin komplett alleine auf dem Server. Wo sind Timmit, Emmy, Bart, Maluna, Mango, Feister, Lumi? Hab ich schon Lumi gesagt? Where are they? Hier ist das riesige Kürbishaus. Ja, ja. Macht schon viele Fortschritte. Es ist basically sehr weit, ja. Ich guck mal, ob wir irgendein Dorf als Waystone haben. Nee, das Wüste ist nicht so gut. Iron Maiden ist... Oh mein Gott! Hallo, ich wollte sie eigentlich jetzt nicht. What did you say? Yeah, yeah. Hallo! Ah. Oh, hi! Na? Na? Das warst du ganz alleine hier? Ich bin ganz alleine hier. Ich gehe jetzt in die Schule. Hattest du ein Lieblingsfach in der Schule? Ach du, also ich würde sagen Englisch wahrscheinlich, weil es am einfachsten war. Ey, ich habe basically die gleiche Antwort gegeben. Also wahrscheinlich irgendwie eine Sprache, weil ich in Sprachen super gut war. Aber so richtig Lieblingsfach. Schule war halt so ein Übel, was man halt mitnimmt. Richtig. Ja, musst halt hinter dir bringen, so. Ist so. Irgendwie, ich wusste schon während der Schulzeit, dass ich irgendwas Kreatives machen will. Und dann habe ich mich da so irgendwann nicht mehr so drauf konzentriert. Aber Abi fertig gemacht. Löblich, löblich. Richtig und richtig. Ich wünsche mir von Feister zum Geburtstag ein Schwert mit Looting 3. Das kriegt er doch safe hin. Ich finde so, Kunst war zum Beispiel ein Fach, wo du so viel Scheiße machen konntest irgendwie. Du hast das Gefühl, wir haben immer irgendwas zum Malen bekommen. Hier mal das. Und dann hat man irgendwie gemalt und währenddessen über Gott und die Welt mit allen geredet. Ja, schon. Ja. Ich war so jemand, ich habe für andere ihre Kunstarbeit gemacht. Lol. Ich habe auch schon mal so Hausaufgaben abgeschrieben und so. Aber halt so für Fächer, die mir halt so super schwer gefallen sind. Aber so für Kunst und so wäre ich nie auf die Idee gekommen, jemanden zu fragen. Ich hatte Kunst LK, da wurde Kunst dann auch ernster. Okay, ja. Ich hatte auch Kunst LK.
Kunst wurde nicht ernster. Wie ist das denn in Kunst-LK? Wird das denn da mehr serious genommen, dass das Bild richtig krass gemalt ist? Oder? Ja, also sollst du schon stets bemüht sein, aber es ist auch sehr viel Kunsttheorie und sehr viel Künstler und so, ja, geschichtlich. Der langweilige Scheiß. Ist vielleicht meine subjektive Wahrnehmung, aber Kunst-LK Abi kam mir wirklich sehr geschenkt vor. Also das war halt, du konntest halt so aussuchen zwischen irgendwie theoretischen Anteil mehr oder praktischen Anteil mehr und ich habe halt 60-40 gemacht, wodurch ich dann halt 60% Praxis hatte und 40% Theorie. Und wenn du halt Malen eh magst oder generell so künstlerische Sachen, dann ist das halt free. Dann sitzt du halt wirklich für dein Abi einfach in so einem Raum und malst. Das ist crazy. Eine Abi-Prüfung malen ist schon verrückt irgendwie. Das ist wirklich OP. Und dann habe ich auch noch auf Lücke einen Künstler gelernt und genau der kam dran. Also ich war auf jeden Fall echt gut am Start. Also mein Abis, ich weiß generell nicht, wie ich das gemacht habe. Also wirklich, ich habe vor jeder Prüfung irgendwie so 2 Tage vorher angefangen zu lernen. Mir ging es gar nicht gut. Same. Außer bei Mathe. Und bei Mathe habe ich wirklich die einzige Note, die richtig schlecht ist. Aber das liegt auch daran, weil ich Mathe einfach nicht kann. Aber alles andere war easy. Ja, also ich habe das auch so gehalf-assed, wenn man das so sagen kann. Ein paar Tage vorher erst so richtig angefangen zu lernen. Also ich habe auch Wochen vorher mal so das Heft geöffnet, aber basically instant wieder zugemacht. Also Sprachen haben mich halt absolut gecarried. Deutsch, Englisch, Französisch, 14, 15 Punkte. Mhm. Und in Mathe 1 Punkt so, weil alles mit Zahlen kann ich nicht. Ich hatte 2,8 dann, glaube ich, als Schnitt. Ja, ich hatte 2,3. Aber ich hatte halt sehr Angst halt, dass ich einfach in Mathe 0 Punkte kriege und dann egal ist, wie gut ich bin in den anderen Fächern, weil ich dann halt mein Abi nicht kriege. Wenn du irgendwo 0 Punkte hast, war so mein Verständnis, glaube ich, war halt Ende im Gelände. Oh mein Gott, Feister. Oh, ich kann ihn gleich fragen. Feister. Bei dir bitte. Ich hab ja morgen Geburtstag, ne? Du hast morgen Geburtstag. Und ich wünsche mir doch ganz doll ein Schwert mit Lutein 3. Damn. Du bist halt wirklich verzweifelt an dem Punkt. Mann, ey, wie kriegen wir das? Nee, was heißt aber übermorgen, oder nicht? Nein, morgen, am 13. Gänsehaut. Heißt, wir streamen jetzt in den Geburtstag rein. Nee, ich mach vorher aus. Jetzt? Ich mach morgen Geburtstagsstream. Nein, du musst beides machen. Ja? Manni! Wenn schon, denn schon. Okay, wir machen beides. Wie alt wirst du? 18. Are you sure about that? Dann kann ich endlich Alkohol trinken. Ja, nice, ne? Und ich kann mir Zigaretten kaufen. Bist du jetzt Raucher und Alkoholiker? Einfach nur, weil ich 18 bin. Malango-Insel entsteht hier. Bitte nicht ohne Baugenehmigung bauen. Also, kannst du einmal kurz vorstellen, was du gebaut hast? Hier haben wir eine kleine Farm. Das ist eine kleine Farm, okay. Süß. Hier haben wir ein kleines Gewächsfeld, I guess. Gewächsfeld, man kennt sie. Laufen sie durch, wir haben Beetroot, wir haben Karotten, wir haben Kartoffeln, da hinten war noch Weizen, da haben wir hier alles Mögliche. Und dann folgen wir, müsst ihr aufpassen, ist ein bisschen stachelig. Das ist meine erste Starterbase hier, die ich fein säuberlich im Creative vorgebaut habe, um sie dann hier nachzubauen. Wie alles made by Mazat. Ey, ich mag gar keine Cola Zero. Hallo. Trotzdem dazukommen. Natürlich. Ich mag auch keine Cola Zero. Hallo. Es gibt schon. Hallo. Hallo. Na, darf man hier auch rein, wenn man lieber Cola Light trinkt? Oh mein Gott, Lukas hat sowas Ähnliches gesagt. Ist es nicht mittlerweile das Gleiche? Was? Hallo, Barty. Nee, Coke Zero schmeckt richtig eklig. Oh mein Gott, es sind noch 45 Sekunden. Können wir uns alle kurz bei der Brücke versammeln, wenn schon dafür? Ja, bin auf dem Weg. Du bist zur Brücke, ich habe was vorbereitet. Etwas vorbereitet. Ist es ein Schwert mit Looting 3? Nee, das noch nicht. Okay. Happy birthday! Happy birthday, lieber Zimis! Happy birthday to you! Affe! Oh mein Gott! Happy birthday an den einzig wahren Tim in dieser Freundesgruppe. Heister, so süß von dir. Ich hätte mich noch mehr über ein Looting 3 Schwert gefreut. Boah, was Geschenk kriegen und sagen, ich hätte mich über was anderes mehr gefreut, ist auch krank toxisch. Das ist aber wirklich mega süß. Du hast den Kontext verpasst, das wünscht er sich schon die ganze Zeit. Okay, ich sehe. Wie fühlt es sich an, 18 zu sein? Also. Du bist ein Jahr älter als Lukas, das ist crazy. Ja, ne? Also, es fühlt sich gar nicht so. Jetzt, Tim? 18. So, und Lukas ist 17. Genau. Oh. I'm not dating a minor. Warte mal. Ich habe noch eine kleine Überraschung. Nein! Nein, das darf nicht wahr sein. Nein, es ist nicht das, was ich denke. Gehen wir auf die Pressure Plate? Ja. Was könnte das nur sein? Oh. Was? 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 Es war kein Looting 3 Schwert. Oh mein Gott. Es hat aber nicht clean funktioniert. Wie hast du das gebaut?
Das geht schnell. Das What ist eine, the das, fuck, das Alter, jeder, das war übertrieben. Ich war wirklich, dachte so, ja, jetzt ist es soweit. Mein Traum geht in Erfüllung. Looting 3. Er tut's wirklich. Und dann das. Ich war noch nie so enttäuscht in meinem Leben. Top 10 Anime-Betrayals. Ja, ein Jahr älter, ein Jahr reifer. Bin gespannt, was wir dieses Jahr alles erleben. Ich freue mich sehr drauf, auf alles, was kommt, Leute. Macht's gut, ihr süßen Nasen. Bis später. Bye, 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 bye.